Herzlich willkommen zurück zu Let's Play City Skyline, natürlich mit meiner Wenigkeit Glamour, und wir sind dabei und versuchen hier weiterzukommen. Ich kann jetzt Krankenhaus bauen, Feuerwehr können wir nicht bauen, wir können eine Mülldeponie bauen, wir könnten Bildung bauen. Ja, aber ich muss mal gerade gucken, was haben wir denn jetzt hier noch gebaut? Guck mal, wie viele Wohnflächen wir hier denn noch über haben, das ist ja der absolute Wahnsinn. Ja, wo überall noch nicht gebaut worden ist. Was heißt du denn? Hattest du kein Wasser? Verstehe ich nicht. Oh, da sieht man die Kacke. Hier. Hihi. Da schwimmt die Kacke übern Damm. Ja, 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 Kacke übern Damm. Das ist so prima. Strom kann man auch sehen. Stromerzeugung 40 Megawatt. Wir können jetzt zum Beispiel beigehen, auf Geld drücken und sagen, ey Leute, Strom produzieren wir zu viel. Wir können das jetzt runterdrehen auf 50% Leistung nur. Und sagen, okay. Drücken wieder auf Strom. Und wir produzieren jetzt noch 10. Also zu wenig in dem Sinne. Ja? Also drehen wir mal hoch auf 80%. So, jetzt sollten wir eigentlich 25 Megawatt produzieren wir. So kann man die Kosten in dem Sinne ja sinken. So, jetzt haben wir gerade den letzten Tweet zugedrückt. Ne, Mitglieder an die Adresse für die Anträge bleibt dagegen im Geheimnis Aliens Verschwörung. Also, naja, gut, okay. Ja, ja, jetzt weg hier mit dem Scheiß. So, was machen wir als nächstes? Bisschen Straßen bauen, oder? Wir machen ja plus. Ist ja schon mal nicht so schlecht, oder? Dass wir ein bisschen plus machen. Warum kann ich jetzt... Ach so. Weil ich nicht die Straße drin habe. So. Boah, das passt. Ja, ja, hört auf, euch zu beschweren. Kleinen Pisser. So. Man kann auch... Das ist irgendwie so... Ja, mehr wieso können wir nicht bauen. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Wohngebiete dazu gebaut. Dazu können wir jetzt mal ein bisschen Bildung, würde ich sagen, oder? Grundschule, die Grundschule bilden Kinder aus, wenn sie einen platzieren. Wenn sie eine platzieren, machen sie das Stadtviertel dadurch der Familie mit Kindern attraktiver. Bildung ist eine Anforderung, der Stufenaufstieg der Gebäude, Wasser und Strom. Okay. Da wird das gut hinpassen. Wie viel bilde ich? Okay, da ist grün nicht. Da nicht. So finde ich das gut. Okay. Kann ich jetzt mit diesem Gebäude was machen? Gebäude verschieben. Okay, da kann ich nur das Budget für aufrufen. Okay. Strom ist noch im grünen Bereich. Gut, haben wir jetzt unsere erste Bildung. Manchmal sieht das ein bisschen verpixelt aus, oder? So toll sieht die Qualität beim Reinzoomen jetzt nicht unbedingt aus. Aber man kann ja auch ohne Ende Mods schon runterladen und dies und jenes. Dann müssen wir uns noch ein bisschen schlau lesen. Muss ich aber erstmal drauf klarkommen. Da fahren die Leute auch wieder raus. Was machst du denn? Jetzt fährst du jetzt hier einmal im Kreis. Achso, da verpieseln sich die Leute. Sieht noch nicht so toll aus, ich weiß. Was läuft denn da? Ein Hirsch! Ein Hirsch! Ein Hirsch! Ein Hirsch! Über sind Hirsche! Okay, wir brauchen Industrie, Leute. Dann werden wir doch mal... Was mache ich denn jetzt mit dieser Straße zum Beispiel? Wie werte ich die denn jetzt auf?
klicke ich jetzt da drauf und dann sage ich, ich will die jetzt abgedatet haben. Nö. Wie denn? Es muss doch möglich sein. Nerv mich doch jetzt nicht. Oh, die Nerven! Es muss doch möglich sein, die Straße abzudaten, oder? Hm. Leute, ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr das ja schon, wie das funktioniert. Es spielen ja einige das Spiel. Wir werden das mal wieder ein bisschen Industrie dazu bauen. So. Wasser natürlich. So. Dann haben wir Wasser, ein bisschen Bildung. Ja, eine Feuerwehr bräuchten wir. Wie viel nimmt die denn hier von so einem Sektor? Die nehmen alle so wenig, finde ich. Hm. Wir setzen die mal hier hin. Haben wir noch eine Polizei? Machen wir mal hier hin. Und eine Krankenstation brauchen wir ja noch. Einfach mal hier hin. So, jetzt erstmal egal. Vielleicht updatet sich das irgendwie und wird irgendwie größer oder. Also absolut noch keine Ahnung. Wir müssen jetzt einfach nach Strom wieder gucken. 20 Megawatt. Wir werden jetzt mal den Strom wieder ein bisschen nach oben drehen. Können wir schon mal wieder auf 100% hochdrehen. Ja. Jetzt sind wir nämlich schon bei. Na, jetzt müssen wir ja gleich eigentlich hochschlagen. 40 Megawatt. Sehr schön. Wasser, kann man das auch sehen. Wasserverbrauch bei 26.240 Kubik in der Woche. Wasserpumpenkapazität 120.000. Also Abwasserproduktion haben wir auch 26.000, auch 120.000, alles easy. Alles ganz easy und alles ganz super. Ja, jetzt, ich bin gespannt, ob wir, oh, jetzt haben wir nur noch 61, also das ist, also geldmäßig ist es nicht so pralle, ne? Findet ihr nicht? Also ich habe jetzt da oben ein bisschen Industrie nachgebaut, aber es kommen ja keine Einwohner. Warum kommen denn keine Einwohner? Guck mal, was hier alles frei ist, Leute. Auch hier unten, die bauen ja nicht. Habe ich zu wenig Industrie? Okay, wir brauchen ein bisschen Gewerbe bauen. Ja gut, Gewerbe. Bauen wir eine Straße mal wieder. Nee, ich möchte die da diesmal nicht anschließen. So. Ich habe hier auch vergessen, Abwasser zu legen. So. Haben wir da auch jetzt Wasser? Müssen wir ein bisschen Gewerbe bauen. Zumindest die Anforderung der Bürger, die gerne haben möchten. Machen wir mal zwei Seiten. So. Den Rest machen wir mal wieder Wohnviertel. So. 95%. Vielleicht habe ich wirklich zu wenig Arbeitsplätze. Ich weiß es wirklich nicht, Leute. Ich möchte gerne noch die Mülldeponie bauen. Können wir uns zurzeit leider nicht leisten. Ja gut, kann ich ja nicht ändern, ne? Wer wird da denn die Stromleitung wegreißen, ne? Warum? Ich weiß schon warum. So. Dann bauen wir mal noch ein bisschen Industrie. Ich weiß, dass ich die Mülldeponie brauche, mein Freund, aber ich habe kein Geld. Ja, und ich möchte lieber für euch hier ein paar gesicherte Arbeitsplätze haben.
So, das Finanzding möchte ich euch auch mal zeigen. Das fand ich eigentlich auch ziemlich nice. Man kann hier zum Beispiel sehen, was wir mit Wohnraum machen. 1600. Das sind wöchentliche Einnahmen von dichte besiedelte Wohngebiete. Haben wir ja noch leider gar nicht. Dann wöchentliche Einnahmen von geringe besiedelte Gewerbegebiete und dann wieder geupdatete. So ist das hier bei den Industrien, gibt es einmal. Und dann gibt es noch wöchentliche Einnahmen von Bürogebieten. Die haben wir ja leider noch gar nicht. Dann kann man wohl ein wöchentliche Nahverkehr einnahmen. Also wir haben wohl beim Nahverkehr wohl auch Einnahmen. Finde ich schon gar nicht schlecht, wenn ich ganz ehrlich bin. Auch hier alles detailliert, was kostet. Erinnert sehr an SimCity. Hier könnte man sich jetzt noch ein Darlink aufnehmen, wenn wir wollten. Hier könnten wir die Steuern anheben. Wir lassen erstmal alles. Und wir machen alles auf 10%. Ja, fangen wir mal an mit 10% Steuern. Gucken wir uns einfach mal an, wie wir darauf klarkommen. So. Natürlich für jeden weiteren Spieltipp. Ihr müsst bei mir keine Angst haben. Ihr könnt kritisieren. Ich baue wieder nur in Reihe und Glied und Schwilps und dies und jenes. Dürft ihr alles. Ihr braucht hier nicht keine Panik. Ihr seid alles nur Hater. Ihr habt mich nicht lieb. Nein, das ist hier nicht der Fall. Ihr könnt hier voll sagen, was ihr meint. Und natürlich für jeden Spieltipp bin ich auch dankbar. Ja, ich bin wirklich für jeden Spieltipp dankbar. Mit der Kacke, das ist ganz schön ekelig, oder? Du stinkst. Guck mal, was da rauskommt. Gibt es keine Kläranlage? Oh, doch hier. Wasseraufbereitung. Dafür bräuchten wir bei Erreichen Sie eine Bevölkerung von 16.000. Dann hatten wir das. Gut, wir haben ein Wachstum von 63. Wir machen jetzt auch wieder mehr Plus. Wir haben 1200 in unserer kleinen Tasche. Was kann ich denn jetzt zum Beispiel hier anklicken? Ach, die Müllabfuhr möchten die ja unbedingt haben, ne? Was brauchen wir denn dafür? Kosten 4000. Ja, sollten wir eigentlich gleich verfügbar haben, die 4000. Ja, ja, ihr kriegt gleich eure Müllabfuhr, ihr alten Stinkers. Ja? Ich halt ja schlimm, ich halt ja, Mann, immer meckert ihr mit mir. Also so geht das nicht, nein. Okay. Puh, das ist der Radius, oder was? Okay. Herzlichen Glückwunsch, ich habe 1300 Bürger, Oberschule haben wir gekriegt. Rauchverbot, Haustierverbot, Park, Freizeitmöglichkeiten, Dekoration, einzigartige Gebäude, Stufe 2 haben wir bekommen. Ich bin gerade etwas überfordert. Was passiert denn jetzt, wenn ich da hinbaue? Okay, nichts anscheinend. Manchmal ist das Bild so verschwommen, findet ihr nicht? Hm, nicht schlimm. Ich will jetzt hier keine kritisieren oder irgendwas, aber das ist halt manchmal etwas... Das funktioniert nicht. Machen wir. Du Sackhaar, ja? Ist das der ganze Bauplatz, was das Ding einnimmt? Weißt du was, ich platziere das jetzt einfach dahin. So, komm. Ich habe absolut keine Ahnung, wie ich da... Wie das funktionieren soll. 0% voll. Müll... verwendete 2 von 15. Also die fahren jetzt los. 3 von 15. Was kann man hier machen? Budgetfest aufrufen. Man kann das Gebäude in eine andere Einrichtung leeren. Okay, das kann man auch mal ein Gebäude verschieben. Okay, das können wir auch machen. Alles klar. Man kann hier wohl später eine Müllverbrennungsanlage bauen. Okay. Leute, das ist alles ein bisschen... Ziemlich komisch, ne? Richtlinien, Stromverbrauch, Wasserverbrauch, Rauchmeldung, Parks, okay, okay, okay. Leute, da muss ich mich erstmal auseinandersetzen. Heilige Mama Maria, ist das viel hier.
Finde ich cool. Ich finde das gerade richtig, richtig nice. Wir sind am Müll abholen. Das wird wahrscheinlich jetzt etwas dauern, bis wir hier die ganzen Mülltonnen entleert haben. Es sind 13 von 15 Fahrzeugen unterwegs. Ja. Hier gibt es jetzt einen fetten Stau schon. Hier fährt Polizei. Ich weiß nicht, liegt das an irgendeiner Grafikeinstellung, die ich anhabe? Hier ist sehr hoch. Hoch. Schattenqualität. Schattenlänge. Weiß ich nicht, ich habe hier nichts umgestellt oder so. Da sieht man gar keinen Unterschied, ne? Wir machen mal keine. Keine Ahnung, hier ist überhaupt nichts geändert. Nein, und ich spiele zurzeit nicht auf meinem 4K-Monitor. Er ist kaputt. Bingo! Geil, ne? Aber die Videos gibt es trotzdem in 4K. Aber es dauert halt länger, die Videos jetzt zu rendern, weil man es halt hochrendern muss. Und aber das macht ja nichts. Wo sind all die Müllwagen? Niemand holt unseren Müll ab. Wir sind dabei. Bleiben Sie ruhig, junger Mann. Bleiben Sie ruhig. 15 Müllwagen sind auf jeden Fall unterwegs. Kann man die jetzt nicht sehen? Irgendwie auf der Karte? Doch. Ah, da waren sie gerade lila dargestellt. Habt ihr gesehen? Da. Da sind sie lila. Und dann sieht man auch, wie die jetzt verschwinden. Da ist schon wieder lila. Und zack, zack. Es wird sauber. Unsere Stadt wird so langsam sauber. Das hört sich doch schon mal gut an. Wir machen Plus. Die Bürger sind damit besser zufrieden. Ich würde sagen, Leute, das war's auch dann erstmal wieder für heute. Wir hören uns morgen auf jeden Fall in alter Frische wieder. Hier ist unser Kackstreifen. Oh mein Gott. Ja. Ich würde sagen, wir machen morgen in alter Frische wieder. Bis denne. Tschüss, euer Glabur. Ciao, Leute.